herzlich willkommen zum Workshop Den eigenen Ausdruck finden. Hier bist du bei der Online-Variante gelandet. Ich biete aber auch jederzeit ab 3 Personen und mit persönlicher Absprache des für alle passenden Tages unter dieser E-Mail-Adresse einen Wochenendnachmittag an, an dem ich für 3 bis 5 Stunden, je nach Teilnehmerzahl und Redebedarf, in mein Wohnatelier einlade. Bitte verwende den Betreff Den eigenen Ausdruck finden. Teilnehmer, die ich so persönlich begrüßen kann, werden zu etwas anderen Übungen mit Überraschungseffekt angeleitet, die hier nicht sinnvoll sind, da man das Video natürlich einfach anhalten kann, was alle spontanen Übungen ausschließt. Dir gebe ich dafür auf andere Art Denkstoff auf den Weg, mit dem du weiter arbeiten kannst. Bevor ich auf die Hilfsmittel eingehe, noch etwas ganz Wichtiges. Du brauchst keine Vorkenntnisse, nur Lust, eventuell Neues zu entdecken. Die Utensilien brauchst du heute vielleicht noch nicht, aber etwas zum Schreiben da zu haben, empfiehlt sich eigentlich immer. Am besten holst du dir ein paar Blatt Papier, nicht allzu klein, vielleicht mindestens DIN A5 und am besten unliniert und auch nicht kariert, und einen Stift, mit dem man sowohl schreiben als auch zeichnen kann. Zusätzlich sind größere Papierbögen, vielleicht ein Zeichenblock, Farbstifte oder Pinsel mit damit vermalbaren Farben gut zu gebrauchen. Bei letzterem denk bitte an ein gefülltes größeres Wasserglas, das du nicht mehr als Trinkglas verwendest, ein altes Tuch oder eine Rolle Küchenpapier. Durch die theoretische Einführung müssen alle, auch die, die ins Wohnatelier kommen, also noch ein paar Worte vorab. Der Workshop ist weder Anleitung zum therapeutischen Malen noch ein Malkurs, obwohl es ein Einstieg dazu sein könnte. Es gibt keinen Zwang, einen unbedingt künstlerischen Ausdruck für sich zu finden, aber es könnte sich natürlich ergeben. Wenn du merkst, dass solche Impulse kommen, dann versuch sie nach dem ersten Schreck bitte zu genießen. Es geht um die Entdeckung und Erweiterung der eigenen Möglichkeiten, nicht um neuen Leistungsdruck. Es gibt weder den Zwang, nicht quer einsteigen zu dürfen, noch den, hier zu verweilen, wenn man feststellt, dass es nicht das Richtige für einen ist. Ich kann natürlich nicht versprechen, dass das, was du hier findest, nicht alles schon alte Hüte für dich sind. In dem Fall wünsche ich mir, dass du den virtuellen Raum hier respektvoll verlässt. Du darfst dich natürlich verabschieden, musst aber nicht. Alles, was ich hier vorstelle, vertrete ich mit meinem mehr oder weniger vorhandenen Menschenverstand, gestützt auf meine eigenen Erfahrungen und das, was sich für mich bewährt hat. Wenn ich manchmal Themen aus der Psychologie streife, ist mir dazu wichtig zu sagen, dass ich keine Ärztin bin. Ich bitte alle, die den Eindruck haben, diesbezüglich professionelle Hilfe zu benötigen, diese auch zu suchen. So, und jetzt kriegen wir erstmal raus, ob Ausdrucksfindung überhaupt dein Thema ist, oder besser gesagt, ob ich die für dich passende Anleitung für deine Suche geben kann, und starten mit ein bisschen Theorie den ersten Teil, Bewusstheit und ihre Schwierigkeiten. Es beginnt damit, sich bewusst zu machen, was man fühlt und dass jedes Gefühl seine Berechtigung hat. So wie beispielsweise mein Thema Balance halten wäre, für mich ist es schwer, sich mit den Weltdingen auseinanderzusetzen und gleichzeitig einen gesunden Humor, sprich gesunde Distanz zu bewahren, ist es für einen anderen vielleicht Zorn zu empfinden und sozialverträglich auszudrücken, weil er oder sie zum Beispiel die Erfahrung gemacht hat, verlassen zu werden, wenn unliebsame oder für andere unbequeme Gefühle zum Ausdruck kommen. Es wird uns aus unterschiedlichsten Gründen schon mal gesagt oder anders zu verstehen gegeben, dass unser Gefühl nicht richtig sei, als ob wir uns mit dem Gefühl quasi vertun. Drückt es jemand so oder so ähnlich aus, kann man hochwahrscheinlich davon ausgehen, dass unser Gefühl seine eigenen Gefühle oder seine Interessen verletzt. Mit unserem gerade geäußerten Gefühl als solchem hat das nichts zu tun, denn es steht niemand anderem ein Urteil darüber zu, was oder wie wir etwas fühlen. Weil wir aus Rücksicht auf andere nicht jedes so ausleben können, wie es das Gefühl vielleicht verlangt, und das unter Umständen ja auch gar nicht wollen, müssen wir Ventile finden, damit wir es andererseits auch nicht unterdrücken müssen. Aber vor Betätigung irgendeines Ventils steht erstmal das Bewusstwerden nach unserer eigenen Uhr, in unserer individuellen Geschwindigkeit oder eben Langsamkeit, denn durch unsere eigenen Schutzmechanismen fällt oft schon dieser erste Schritt schwer. Es trotzdem zu versuchen, dabei können dir die empfohlenen Utensilien unter Umständen später helfen. Das Bewusstwerden ist auch deswegen leichter gesagt als getan,
weil wir in unserer schnelllebigen Zeit dauernd auf irgendetwas schnell reagieren müssen oder wollen oder uns jemand sagt oder suggeriert, dass wir das können wollen müssten. Dabei verlernen wir beinahe schon das in uns hineinhören, das im Grunde vor jeglicher Reaktion stehen müsste. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass es selbstverständlich Situationen gibt, in denen man sogar blitzschnell reagieren können sollte oder Spontanität und Schlagfertigkeit eher angesagt sind und uns authentischer vertreten. Wenn mir jemand auf den Fuß tritt, auch im übertragenen Wortsinn, dann muss ich das kundtun und das wird hoffentlich jeder spontan nach seinem Temperament auch tun. Aber meine Erfahrung sagt, dass diese Situationen viel seltener sind als die, in denen wir überlegen dürfen, bevor wir reagieren. Deshalb zurück zum Bewusstmachen unseres Gefühls, wenn es nicht ein akuter Schmerz, akute Trauer, spontane Freude oder eine andere Seelenrührung ist. Dabei gilt, jede Frage, die man sich selbst stellt, ist unter Umständen hilfreicher als jedes Urteil, das man über sich selbst fällt. Das hilft übrigens auch bei der Verständigung untereinander im Gespräch, dann natürlich als Frage an den Gesprächspartner. Die erste Übung lautet, ruf dir ins Gedächtnis, wie andere dich charakterisieren und prüfe deine eigene Haltung dazu. Hat dir Oma schon immer gesagt, dass du ein unbestechliches Gerechtigkeitsempfinden hast, aber leider gar kein Talent für Zahlen? Sagt die Mutter öfter, du seist immer so empfindlich oder der große Bruder oder die Kollegin empfinden dich als aufbrausend? Was denkst du selbst, welche Beschreibungen zu dir passen? Nimm dir ruhig Zeit bis zur nächsten Einheit, darüber ein bisschen nachzudenken und dem näher zu kommen, was andere sagen, wie du dich selbst siehst und ob und wie das vielleicht zusammenhängt. Auf der Suche nach dem eigenen Ausdruck ist hilfreich zu hinterfragen, woher die unsichtbaren Etiketten kommen, mit denen wir so durch die Gegend laufen, woher unsere Glaubenssätze kommen, was uns früher beeinflusst hat und aktuell beeinflusst. Wenn du dich durch die angebotene Übung nicht abgeschreckt fühlst, im Gegenteil sogar Lust hast, dich darauf einzulassen, dann könnte es sein, dass du auf der Suche nach deinem eigenen Ausdruck bist. Tippe ans Glöckchen, dann verpasst du nicht, wenn es hier weitergeht. Herzlichen Dank fürs Mitmachen der ersten Einheit und bis bald.